Hallo Freunde, das ist ein sehr leckeres Pilzensauce. Aber das wird ihr bekommen in ein anderes Video, eigentlich nächstes Video, was ich mache. Glaube ich, werde ich euch diesen Pilzensauce machen. Den werden wir heute essen mit Kartoffelbrei und Lachs. Und das zeige ich euch heute, wie ihr sollt es kochen. Das ist ganz, 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 ganz einfach von eurer Seite. Backofen macht alles. Also ich zeige euch gleich, was wir müssen alles machen. So, Freunde, hier haben wir 4 Stück Lachs. Ich habe ein bisschen Butter auf jeder Stück ein bisschen drauf gemacht. Jetzt komme ich mit Zitrone. So, dann haben wir hier, wie gesagt, heute wir behalten sehr einfach, weil dieses Pilzesauce hat so viel Geschmack, Dill, Petersilie, von Pilzen und so, dass es hat keinen Sinn, dass wir mit Gewürze übertreiben auf dem Lachs. Gut Salz, das ist sehr wichtig. Immer Salz muss beim Fisch gut sein, also ein bisschen mehr als normal. Fisch verlangt Salz. So. Dann kommen wir mit schwarzer Pfeffer. Knoblauchpulver. Das könnt ihr auch ein bisschen mehr machen, Knoblauchpulver. Wenn euch gefällt Knoblauch. Wir lieben Knoblauch. So. Dann habe ich hier ein paar Cherrytomaten. Die mache ich so zwischen dem drin. So, mache ich den Lachs viel näher, wie ihr seht. So. Und dann, ich komme noch mit grüne Zwiebel drauf. Und ein bisschen Olivenöl. Das werden wir auch jetzt gleich hier machen. So, jetzt werden wir ihn richtig gut verpacken. Für das brauche ich 2 Hände, also wir sehen uns gleich. Und dann ich erkläre euch, was wir müssen noch machen. So, Freunde, ich habe ihn richtig gut verpackt in Alufolie. Ich habe ihn hier auf einem Blech mit Backpapier unten. Und das wird jetzt im Backofen für 200, beim 200 Grad für 20 Minuten, 25 Minuten. Also, wir sehen uns in 20, 25 Minuten. Oh, sieht gut aus. Freunde, nach 20, 25 Minuten, also meins war jetzt 25 Minuten drin. So sieht er aus. Der ist eigentlich fertig, aber wir werden ihn jetzt auf im Backofen noch so 10 Minuten lassen, beim 200 Grad, aber jetzt auf Grill oder mit Umluft, dass er auch ein bisschen Farbe bekommt. Also wir sehen uns gleich so in 10 Minuten. Freunde, unser Lachs ist fertig. Ich habe schon Wasser im Mund. Das ist sehr lecker. Ich empfehle euch, das zu machen. Diana kommt gleich den Kartoffelbrei fertig zu machen. Und dann werden wir essen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.